Wie wir alle wissen, wird es immer schwieriger für diejenigen, die ja diese Lebensversicherungen verwalten, das Geld gewinnbringend anzulegen, weil es ja keine Zinsen mehr gibt. Das heißt, die können wahrscheinlich die Prämien dann nicht mehr auszahlen, die sie eben ursprünglich verankert hatten. Und ich kann ein Beispiel aus meinem persönlichen Leben oder Umfeld sagen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem etwas markanten Videotitel heute Abend bei mir auf dem Kanal Mission Millionär. Mein Name ist Thomas Klein und ich verrate euch dann auch am Ende des Videos die Quelle, aus der ich die Informationen habe, die ich jetzt hier vortragen werde. Und zwar geht es um die Lebensversicherung, so wie wir sie kennen, und gleich vorweg: aktuell, Bestand heute, gibt es 90 Millionen Lebensversicherungen allein in Deutschland. Abgeschlossene Lebensversicherungen, wo schön brav 90 Millionen da reinzahlen. Und das ist mit anderen Worten, jeder Deutsche hat eine Lebensversicherung, okay? Kurz gesagt. Gut. Und zwar heißt der gute Mann Ernst Wilhelm Arnoldi. Er beobachtet in 1820er Jahren die negativen Auswirkungen der Industrialisierung, also unzureichende gesicherte Maschinen führen zu Unfällen, Bränden in Fabriken und so weiter, und viele der Arbeiter dort werden verletzt oder sterben sogar. Also das ist nicht vergleichbar mit den heutigen Zuständen in den Fabriken und so weiter. Arnoldi beschließt also, eine Feuerversicherungsgemeinschaft aufzubauen und zu gründen. Sie soll die aufkommenden Unternehmen gegen Feuer und andere Risiken versichern. 1820 gründet daher Arnoldi die Gotha Feuerversicherung. Er sammelt Beiträge, damit eben die Zahler ab dem 1., so war es geplant, ab dem 1. Januar 1821 dann eben versichert sind. Doch die Sache läuft nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hat, wie das eben häufig so ist, besonders bei Pionieren. Bis zum Stichtag hatte Arnoldi nur 2,8 Millionen Taler damals. Taler ist schon interessant, ne? Wenn man mal so ein bisschen in die Geschichte reinschaut, was für unterschiedliche Währungen wir hatten, ja, nur innerhalb von wenigen 100 Jahren. Ne? Ein anderes Thema vielleicht. Ich springe immer so rum, ne? Das, da gibt es, glaube ich, auch ein Krankheitssymptom oder sowas. Da gibt es so einen Namen dafür, für Leute, die nicht bei einer Sache bleiben können. Könnt mir mal in die Kommentare hauen, wie das nochmal heißt. Also zurück. Also er war erst bei 200,8 Millionen Taler. Kurzum, er benötigte aber 4 Millionen Taler, um diese Versicherung gründen zu können. Ne? Also dann hätte er genügend Kapital gehabt. Folge daraus würden vermutlich viele derjenigen, die schon vorab gezahlt hatten, wieder abspringen. Ne? Das ist dieses typische Szenario. Was macht also jetzt Arnoldi? Arnoldi beschließt, Mitgliedschaften zu fälschen. Tja, wer hätte das gedacht? Ne? Aber es ist noch ein paar mehr Details. Ne? Er hofft, dass die Versicherung in Gang kommt, ohne dass sein Betrug auffliegt. Ne? Und wie wir heute wissen, hat er es auch geschafft. Es funktioniert also. Nach wenigen Wochen verfügt er über deutlich mehr reales Kapital, als er sich erhofft hatte. Also mehr wie 4 Millionen. Und die Sache läuft sogar so gut, dass er sich dazu entscheidet, das Geschäft auch auf Lebensversicherungen auszuweiten. Und somit ist die Lebensversicherung
gegründet, ja, so wie wir sie heute kennen. Na? Tja, was du dir jetzt dabei denkst, kannst du mir gerne in die Kommentare schreiben. Wahrscheinlich das gleiche wie ich. Die Idee wird schnell massentauglich, ne? Aber wohlgemerkt, aufgrund von Fälschungen basiert. Ja? Heute haben wir die in Deutschland, also wie gesagt, 90 Millionen oder sogar mehr als 90 Millionen Lebensversicherungen. Also jeder, auf gut Deutsch gesagt, jeder Depp hat eine. Ne? Wird der Bayer sagen zumindest. Ne? Nur für diejenigen, die jetzt nicht so oft in Bayern waren in ihrem Leben oder mit Bayern nicht so viel zu tun haben, mit dem Bundesland Bayern, ja. Also wenn du sagst, jeder Depp, ne, das klingt vielleicht ein bisschen hart für einen Norddeutschen, aber im Grunde ist es nichts Besonderes. Ne? Also begonnen hatte eben alles mit einem genialen Einfall und einer kriminellen Schummelei. Ja, also das Ganze kommt aus ein Buch, das heißt Made in Germany. Ja, könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Und ich fand es halt einfach hochinteressant, hochspannend, denn tja, wie wir alle wissen, wird es immer schwieriger für diejenigen, die halt diese Lebensversicherungen verwalten, das Geld gewinnbringend anzulegen, weil es ja keine Zinsen mehr gibt. Das heißt, tja, die können wahrscheinlich die Prämien dann nicht mehr auszahlen, die sie eben ursprünglich verankert hatten. Und ich kann ein Beispiel aus meinem persönlichen Leben oder Umfeld sagen. Ich hatte mal einen Nachbarn, da wo ich ursprünglich aufgewachsen bin, hier in Dachau. Und der ist leider jetzt vor wenigen Wochen verstorben, der Mann. War ein sehr, sehr lebensfroher Mann. Er war Kapellmeister beim Oktoberfest und diese ganzen Feste, Oktoberfest und so weiter, kennt jeder. Ne? Er war Betriebsrat, Vorsitzender bei einer Papierfabrik hier, als sie noch, also quasi noch existierte, bevor sie dann von irgendeinem Skandinavier aufgekauft worden war und dann aufgelöst und so weiter. Und tja, und da war es ähnlich, dass einfach schon damals, also das ist schon Jahrzehnte her, wo er dann in Rente gehen wollte, einfach weniger rausbekommen hat, als er ursprünglich vorgesehen. Und das Ganze war schon vor längerer Zeit. Ne? Und diejenigen, die halt jetzt noch fleißig, die 90 Millionen, ja, die jetzt noch fleißig einzahlen hier in ihre Lebensversicherungen, sollten sich halt die eine Frage stellen. 90 Millionen, also jeder, der hier zuschaut, hat eine im Schnitt, also vielleicht die jetzt hier gerade zuschauen, alle nicht. Ne? Das ist einfach, mit was wollen die Geld verdienen? Weil die müssen ja das Geld, was du da einzahlst, auch irgendwo anlegen. Ja? Und diese ganzen No-Brainer festverzinslichen Geschichten sind ja alle jetzt schon seit einer ganzen Zeit und höchstwahrscheinlich noch eine Zeit lang in der Zukunft nicht gegeben. Ja, das heißt, die müssen dann auch wieder mehr Risiken eingehen, und wenn die das dann mehr Risiken eingehen, warum kümmerst du dich dann nicht gleich um dein Geld selber? Ne? Also Horst Lüning würde immer sagen, ich lasse niemanden zwischen mir und mein Geld. Ja? Und wahrscheinlich kriegst du dann nicht das raus, was du dir mal erhofft hast. Ne? Und was halt einfach Versicherungen grundsätzlich also viele, viele Leute sind reich geworden, sehr reich mit Versicherungen verkaufen. Dazu gehört auch ein Bodo Schäfer, ja, der hat letztendlich über Versicherungen, also und viele andere, Jens Rabe und so weiter, die kommen alle aus der Branche, weil einfach viel weniger sterben Lebensversicherungen, also du bist gegen den Tod versichert, ja. Es sterben viel proportional viel weniger als halt einzahlen, ne? Und so bleibt halt was für den Versicherer übrig, und die Marge ist, glaube ich, nicht gerade schlecht. Aber das Geld halt vernünftig anzulegen, sodass, wenn du dann sozusagen beim Stichtag deine Prämie irgendwie wieder raus willst, also sozusagen als Rente oder Zusatzrente, dieses Modell, ja, funktioniert halt wahrscheinlich auch nicht mehr. Und
Du solltest die halt. Ich hatte auch mal welche, aber das ist schon eine ganze Zeit lang her und ich habe die damals gekündigt, weil ich auch ständig in irgendwelchen anderen Dingen Geld reingesteckt habe und dann hatte ich auch kein Geld mehr da, also ständig einzuzahlen und deswegen habe ich eigentlich gekündigt. Ja. Aber okay. Ja, das war's soweit zum Thema Lebensversicherung. Es ist ein ziemlich markantes Titel, den ich hier vergeben habe zu diesem Video. Ich hoffe, es wird mir nicht zu sehr übel genommen. Auf der anderen Seite ist es mir auch scheißegal. That's it, that's YouTube, that's Internet. Ne? Jeder darf sagen, im Bereich des ethisch Korrekten, ja? Darf seine Meinung kundtun. Und letztendlich habe ich ja auch nur das gesagt, was ja letztendlich auch schon in den Büchern da draußen steht. Ich verlinke dir hier unten noch das Buch, wenn ich es finde, auf Amazon. Falls du dieses Buch, ja, als Quelle, wenn du das selber kaufen willst, da sind noch ein paar nette andere Geschichten drin, ja, von deutschen Unternehmen, wie die das gemacht haben und alles und wie die entstanden sind. Das ist schon sehr interessant und auch leicht zu lesen und alles. Und dann nutzt bitte den Link hier unten, falls ich ihn finde auf Amazon, weil dann mache ich da so einen Link dran, so eine Art Affiliate-Link. Und ich weiß gar nicht, wie viel das Buch jetzt kostet, ich glaube so ein paar Euro halt. Und wenn du den Link benutzt, den ich dir da unten verlinke, ne, dann bekomme ich, glaube ich, 2,50 Euro oder so. Ne? Und also bitte den Link benutzen, dann bekomme ich 2,50 Euro. Und diese 2,50 Euro, da überlege ich mir, damit tue ich dann was Gutes. Ja, da überlege ich mir noch was. Das erzähle ich euch dann im nächsten Video. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Thomas Klein.